Hallo aus dem verregneten Jakarta. Das pisst wieder die Sau. Gehört es da so hin? Das war vorher noch geschlossen, ja. Was da wohl wieder passiert ist? Ja, keine Ahnung, vielleicht stempeln die auch, vielleicht machen die auch Schlechtwetter. Keine Ahnung. Ist ziemlich ruhig, man hört nichts. Auch mal nicht schlecht. Kann man in Ruhe filmen. Nur nicht aufpassen, dass irgendjemand noch vorbeiläuft oder so, ja. Aber morgen hoffe ich mal, dass wieder losgeht, richtig mit Action hier am Bau. Jo, Montag. Auf der Baustelle, was wurde gemacht? Ziemlich viel verputzt, ja. Also Feinputz hier. Ist ein bisschen Unterschied zwischen sagen wir Deutschland und Indonesien. Ich kenne es vom Bau her, wir haben die Maschine putzt, der wird dann aufgetragen mit der Maschine teilweise, ja. Und nur noch verfilzt mit Schwamm, fertig ist. Und hier wird natürlich normaler Putz, ja, mit Zement und Sandgemisch, wird da verputzt. Und dann, wenn es dann trocken ist, dann mit purem Zement und Wasser, so eine Art Schlemme, wird es dann nochmal ganz fein aufgetragen. Ja, andere Länder, andere Sitten, andere Baumethoden. Da schauen wir mal darum. Da auch hier ein Obergeschoss, innen drin, bis aufs Treppenhaus und Lagerraum hinten, ist innen schon über der feine Putz aufgetragen worden. Ja, das ist ganz glatt. Ja. Ja, und hier draußen am Balkon, da ist noch der grobe Putz dran. Ja, wie gehabt, es fehlen ja die Lüftungslöcher oben. Es ist schon der erste Putz drüber geputzt worden und noch keine Löcher drin. Ich habe es ja gesagt, dass das Mauerwerk da war. Löcher reinmachen, ja, ja. Dann wurde es verputzt, zugemacht, die Mauer. Die Lüftungslöcher, ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie noch den Feinputz drüber schmeißen und dann die Löcher raushauen. Ich hoffe mal, dass sie dann die Löcher raushauen, bevor die Fliesen am Boden sind. Weil wenn die jetzt die Fliesen legen anfangen, ja, und die hauen da die Löcher raus, das würde die ersten kaputten Fliesen. Ich hoffe mal, dass sie es vorher machen. Es kann nur noch aufwärts gehen. Der beste Mann ist wieder da. Ich habe ihn schon gesehen. Hier ist er wieder, der beste Mann hier. Ha, ha. Hey! Ja, beste Mann wieder da. Geht's aufwärts? Gut. Jetzt kommt Schwung in die Bude. Als ich unseren Oberguru, ja, aus Chokcha, der damals weggegangen ist, weil er damals wieder auf der Baustelle gesehen habe, habe ich gewusst, es geht wieder voran. Aber die Lüftungslöcher sind immer noch drin, das haben wir schon zweimal drüber verputzt. Jetzt ist schon der Feinputz drauf. Ich werde es denen dann gleich mal sagen, er freut sich ganz bestimmt wieder. Ein Chef kann ich nichts sagen, lieber nicht. Ja, den habe ich heute früh getroffen, der ist krank, der muss zum Arzt. Wenn ich dir sage, da fehlen die Löcher, wann wirst du denn fertig? Dann kriegt er noch einen Herzinfarkt, dann fällt man noch um. Ja, dann bleibt irgendwie alles stehen hier. Also schauen wir mal rum, was ich heute mal ein bisschen getan habe. Jo, prima, ja. Der feine Putz außen angebracht, ja. Fast bis vorne hin, nur das kleine Mango. Lüftungslöcher fehlen. Lüftungslöcher fehlen. Lüftungslöcher fehlen. Lüftungslöcher fehlen. Lüftungslöcher fehlen. So eine Beleuchtung möchte ich nicht haben. Jo, unser bester Mann aus Chokcha ist wieder da. Ja, dann bin ich schon ein bisschen optimistischer, geht's wieder aufwärts. Hat sich heute einiges getan, passt, wir sind am Verputzen. Es kann sein, dass die Woche noch mal ein paar Leute abgezogen werden auf anderem Haus zum Betonieren, aber danach sind sie wieder alle hier. Es waren heute zumindest mal 7 Mann, zwischen 6 und 8 Mann da. Und ja, bin ich mal ein bisschen optimistisch. Ja, ich habe heute noch ein Bäckchen Kaffee sprengen lassen. Ja, warum nicht? Oh, wie seid ihr denn unterwegs? Hallo. Papa, du bist doch mal beim Mann nicht zurückgekommen. Ja, mit Selfie-Stick können wir das auch mal machen. Ich habe den heute repariert. Da kann man auch mal rumschauen. So, der Lagerraum oben. Den ich auch schon fahren. Da. Ja, das ist was. Mal aus dem Balkon. Jawohl. Ja. Ja.
Einstellung hier so. Okay. Was ist da drin los? Nicht? Gut. Mit der Ausblick, naja. Schau mal auf den anderen Balkon rüber. Hm? Voll der Oberhammer. Kurz vor Wochenende geben die richtig Gas heute. 10 Mann buseln hier rum. Hab's heute den ganzen Tag schon gesehen. Ich kann ja bloß abends gucken, aber verputzt. Unten schon fast fertig. Ja. Chef getroffen, der hat bloß gesagt, Speed und schneller machen. 10 Mann waren heute da. Ja, schauen, was ich so getan habe hier. Ja, wie gehabt, hier oben sind sie ja schon fast fertig, deswegen haben hier das Bad. Fließ, Bodenfliese, noch keine drin. Verputzt, Gipsdecke und Lampe schon drin. Toilette das gleiche, Wandfliesen schon drin, Bodenfliesen noch keine, Toilette viel laufen, ist aber schon bestellt. Verputzt, so ein Glasbausteine sind drin, da oben schon die Lampe. Oh. Schon alles sauber gemacht. Sauber. Die Wand fehlt noch, aber schon viel geschafft. Feierabend. Bin gespannt, wenn sie die Steine nach hinten machen beim Geländer. Gesundheit. Es wurde mir versichert, es wird gemacht. Genauso wie die Löcher hier. Das sind so Lüftungslöcher. Hier die meisten mit drin. Fehlen heute noch einige. Werden sie schon noch machen. Jo, der kleine Balkon wurde jetzt zumindest hier ausgemauert. Und noch zwei Schichten drauf. Und da ist nur ein Stein. Naja, wird schon noch fertig gemacht werden. Wir haben Feierabend, die machen Schluss für heute. Ich auch. So, Freitag, Bestandsaufnahme. Hat sich ein bisschen was getan, ein bisschen was. Unten wurde Toilette und Bad gefliest, ja Leute? Ja. Die schauen da nämlich wieder zu hier, da. Die amüsieren sich köstlich, wenn ich hier was mache. Doch noch ein paar Mängel vorhanden. Es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mängel. Und einen Fehler haben sie begonnen auszubügeln. Und zwar den Abstand vom Geländer zur Mauer am Balkon. Ja. So, das war's dann erstmal wieder. Schauen wir nochmal rum, was ich mir getan hat. Ja, dann war es das für den Teil 9. Und ich freue mich auch, demnächst den Teil 10 zu präsentieren zu dürfen. Und auch das kommende Hausbauern Jakarta Spezial. Outtakes. Hat sich ein bisschen was angesammelt. Das kommt dann auch. Ob das nächste Woche kommt, weiß ich noch nicht, aber demnächst.